Was geht ab, Freunde, und damit herzlich willkommen hier zu diesem neuen EAFC Trading Video. Und im heutigen Video haben wir wieder sehr viele Infos und vor allem sehr, sehr viele extrem kranke Themen einfach, weil EA komplett eskaliert, wirklich komplett. Es war abzusehen, dass sie halt heftige Sachen machen werden zu Black Friday, aber das, was sie bis jetzt schon gebracht haben und auch das, was sie noch bringen werden, das zerschießt wirklich alles, Freunde. Wir gehen rein direkt mit der ersten Info. Wir starten direkt rein mit diesem 10 Coins Pack, was EA einfach rausgebracht hat. Ist eine coole Sache. Jeder kann sich dieses Pack einmal kaufen für 10 Münzen. Ich habe das hier gezogen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr gezogen habt. Wenn ihr jetzt gar nicht wisst, was ich da gerade meine, das ist hier einfach bei den Promo Packs dabei gewesen. Kommen wir aber direkt zum zweiten Thema und da geht es auch um ein Pack, was rausgekommen ist und ihr habt das wahrscheinlich alle mitbekommen. Es gibt hier ein Icon Pack. 450k und du ziehst aus diesem Pack zu 100% zwei Icons. Das ist das, was ich euch im Video gestern gezeigt habe, den Leak eben, den wir uns angeschaut haben. Und ich finde das wirklich unfassbar krass. Also ich finde es fast schon bodenlos, dass EA solche Packs überhaupt bringt. Das ist wirklich eine wilde Geldmacherei, die da betrieben wird. Das ist unfassbar. Schaut bitte einfach mal, was für Packs hier immer lauern. Und vor allem eben so ein Pack, Freunde, das kannst du dir einfach mit Coins nicht wirklich sinnvollerweise holen. Du kannst es aber mit FIFA Points deutlich besser dir eben finanzieren. Wenn man sich hier mal das vergleicht, eben hier 100k Pack, ihr seht es, das kostet 2.000 FIFA Points, okay? Das heißt, das ist so dann sozusagen 100.000 Münzen sind 20 Euro. Bei diesem Pack sind 450.000 Münzen 30 Euro. Also ihr seht schon, das Verhältnis ist bewusst ganz anders gewählt. Wenn es dasselbe Verhältnis wäre, dann müsste dieses Pack hier 90 Euro kosten. Es kostet aber nicht 90, sondern 30 Euro. Und das macht EA natürlich ganz absichtlich, damit das Pack nicht mit Coins gekauft wird. Der Coinspreis ist fiktiv, Freunde. Da könnte 1 Million Coins stehen beim Coinspreis. Sie wollen lediglich den FIFA Points Preis, also den FC Points Preis, so niedrig wie möglich darstellen. Und deswegen machen sie das Verhältnis absichtlich so. Und das finde ich schon sehr, 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 sehr frech, dass man da einfach so krasse Variationen drin hat. Schreibt gerne in die Kommentare. Denkt ihr, dieses Pack lohnt sich überhaupt? Ganz ehrlich, für 30 Euro lohnt sich sowieso gar nichts. Ich gebe nicht 30 Euro aus, damit ich hier im Spiel irgendwas bekomme. Das finde ich einfach in dem Fall jetzt zu viel, aber das muss eh am Ende des Tages jeder für sich selbst entscheiden. Weil das große Problem ist auch einfach, dass du hier nur untradable Sachen kriegst. Ja, du ziehst zwar safe zwei Icons, was wirklich unfassbar ist, aber es ist halt alles untrade. Hier zum Beispiel bei dem 100k Pack ist es halt dann nicht untrade, das ist tradable das Pack, aber das ist eben untrade. Gut, dann machen wir jetzt weiter mit einem etwas erfreulicheren Thema und zwar SBCs, Freunde. Wir haben neue SBCs bekommen, Tagesanmeldungs-SBCs, das ist relativ geil, das könnt ihr eben hier alles machen. Ich zeige euch gleich, was man dafür dann bekommt. Ich muss hier diese SBC noch machen, dann kann ich erst hier reingehen. Also da kommt hier immer diese Fehlermeldung und wir schauen uns, würde ich sagen, direkt mal kurz an, wo ihr das da findet. Ihr müsst auf die Ziele einmal drauf gehen und dann, gut, dann wird vielleicht irgendwas abgeholt automatisch, aber ihr geht hier einfach auf Live und dann seht ihr hier schon Black Friday Tagesanmeldungs-Upgrade, Komplettpaket. Wenn ihr die SBC einmal macht, kriegt ihr ein 7,5k Pack, hier kriegt ihr ein 15k Set, Gold Profis Pack, ein 25k Pack, noch ein 25k Pack und so ein seltenes Elektrum Pack. Ist nicht so schlecht, insgesamt kriegt man für das Ganze auch nochmal ein 50k Set. Ich sag's euch, wie es ist, das ist in Ordnung, es ist besser als nichts, also macht diese SBCs. Es lohnt sich auf jeden Fall. So, ich bin jetzt zurück auf meinem Hauptaccount. Ich war gerade auf meinem zweiten Account, damit ich euch das mit den Packs zeigen kann, weil ich kann ja auf meinem Account hier nicht in den Shop rein. Ihr seht es hier. Ich kann da nicht rein, weil ich natürlich investiert habe. Dazu kommen wir übrigens gleich noch. Ich habe nämlich neue Investments gemacht. Ihr habt es eh schon ein bisschen gesehen gerade. Aber auf jeden Fall bei den SBCs sind noch andere Sachen dabei. Und zwar sind die Flash-SBCs jetzt auch da. Da müsst ihr einfach hier ein bisschen durchscrollen. Dann kommt ihr hier zu den Flash-SBCs. Teilweise gehen die ein bisschen länger, teilweise nur 90 Minuten. Also schaut da einfach rein. Man kriegt teilweise relativ gute Packs und da könnt ihr einfach mal schauen, ob ihr da Bock drauf habt. Ansonsten, Freunde, es gibt hier von diesen E-Sportlern auch SBCs, das habe ich bis jetzt gar nicht mitbekommen. Ich finde, es sind so viele SBCs da, man hat echt gar keinen Überblick mehr, aber da kriegst du teilweise halt hier auch ein 25k Pack, also so Sachen kann man auf jeden Fall auch mal mitnehmen und diese Centurions Crafting Upgrade geht nur noch 4 Tage. Ich selber habe die noch gar nicht gestartet, aber das solltet ihr eigentlich schon noch machen, weil die relativ spannend ist. Man zieht hier immer 3 seltene Goldspiele. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten Thema. Ihr seht es hier schon, das Best of Team of the Week. Haben wir hier auch nochmal abgebildet. Da sind sehr spannende Karten drinnen. Was aber für uns interessant ist, ist einfach, dass die Karten, die da drin sind,
brutal im Preis gedroppt sind. Wir haben hier Renard, die ist auf 45k oder 46, 47k und die war aber die ganze Zeit hier bei 70k eigentlich. Schau dir das mal an hier. Also die war hier bei 60, 70k die ganze Zeit und ist dann jetzt komplett eingebrochen und kostet jetzt halt 45k. Ich denke, dass diese Karten wieder leicht rebounden können, also so 10, 15, 20%. Man darf die auf jeden Fall nicht zu lange halten teilweise, weil natürlich dieses Team of the Week jetzt die ganze Zeit gezogen wird. Wenn viele Packs gezogen werden, dann werden die Spieler mitgezogen und zu Black Friday werden halt nun mal viele Packs gezogen. Deswegen sind die Karten ja auch gedroppt, weil die Leute halt Angst hatten, dass ihre Spieler weiterfallen und dadurch gab es so einen Panik-Sell. Aber ich finde Renard zum Beispiel relativ interessant. Für 45k, ganz ehrlich, könnt ihr euch gerne ein paar Mal mitnehmen, weil eben 89er hier eh schon 39k fast kosten. Und gut, Renard ist halt sogar ein Inform. Dementsprechend so unter 45, 46k macht ihr da in meinen Augen nicht viel falsch. Inform-Karten werden sowieso die ganze Zeit gebraucht bei SBCs. Die kosten alle 30.000 Münzen, die normalen Informs. Also wirklich droppen kann sie eigentlich gar nicht, außer 89er droppen extrem im Preis. Deswegen, ich denke, eigentlich, das sollte ein gutes Investment sein. Dann haben wir hier Karchawi. Ihr kennt die Karte, die wird extrem oft gespielt, beziehungsweise wurde oft gespielt. Und die war halt wirklich bei fast 300k, Freunde. Und ist dann jetzt aber im Laufe der Zeit hier auf 100k gedroppt. Und jetzt kostet sie nur noch 58.000 Münzen. Und ich finde das schon ziemlich heftig, wie die hier eben von 100k wegen dem Best of Team of the Week auf 58 gedroppt ist. Und in meinen Augen ist das zu low. Ich denke, dass die auch wieder auf 65k oder so ein bisschen höher gehen wird. Vielleicht geht die sogar auf 70k wieder hoch, vielleicht sogar noch höher. Das ist aber alles ein bisschen mit Risiko behaftet, weil die halt oft gezogen wird. Deswegen, wenn ihr sowas mit sowas traden wollt, dann müsst ihr da einfach das gewisse Risiko eingehen und dann nicht enttäuscht sein, auch wenn es mal nach unten geht. Ich selber bin ein paar Mal reingegangen, das schauen wir uns gleich noch an. Lamptey ist auch extrem gedroppt. Droppt hier von 70 auf 30k. Goretzka ist auch hier von 130 auf 66k gedroppt. Also ihr merkt schon, da geht es wirklich brutal bergab. Und ihr habt eben auch schon gesehen bei mir auf dem Account. Ich habe mir Karachawi mitgenommen ein paar Mal und Renard habe ich mir auch in den Verein gepackt. Ich habe immer gezahlt hier 58k circa, 57k. Also das ist ganz in Ordnung. Ich habe dann im Verein noch eine. Also ich denke, das ist ein ganz gutes kurzzeitiges Investment, kann auch in die Hose gehen, aber ich habe irgendwie Bock, dieses kleine Risiko hier gerade mitzunehmen. Ansonsten haben wir hier jetzt für Freitag das komplette Team bereits geleakt. Schaut euch bitte mal die Karten an, es wird unfassbar. Ihr seht hier Vinicius, Neymar, Diani, Bernardo Silva, Katoto, Lukaku, Davis einfach, Davis, so krass. Hamp haben wir am Start, die ja unfassbar OP sein soll. Wir haben Varane mit dabei, Jesus, Little, Fekir, Can, Frimpong, Bremer, Joelinton, Gomez, Cuadrado, Ansu Fati, Tierney, Klostermann, Correa und Umtiti. Ihr seht, das sind unfassbar gute Karten. Ne? Da können wir uns wirklich auf ein heftiges Event freuen, was am Freitag kommen wird. Diese Karten können übrigens alle Upgrades bekommen. Dazu kommen wir aber gleich noch. Wir schauen hier die ganzen Leaks jetzt mal kurz durch. De Jong wird als SBC noch kommen. Des Weiteren hier haben wir das Upgrade-Modell. Also wenn, das habe ich euch ja im letzten Video schon erklärt, wenn die Mannschaft in der heimischen Liga, also jetzt zum Beispiel bei der Premier League, bei Arsenal oder so, wenn dann Arsenal in der Premier League ein Spiel gewinnt, dann gibt es sozusagen einmal ein Inform-Upgrade. Wenn sie zwei Spiele gewinnen, dann gibt es zwei Playstyles obendrauf. Und wenn sie drei Spiele gewinnen, dann gibt es noch ein Inform-Upgrade. Das Ganze ist auf vier Spiele gemessen. Das heißt, die nächsten vier Spiele in der heimischen Liga zählen dann. Das heißt eben, dass diese ganzen Karten hier Upgrades kriegen können. Und das sind schon wirklich super, super gute Karten hier. Also schaut euch das bitte an. Die können alle Upgrades bekommen. Auch hier unten Ansu Fati und so, Joelinton. Da kann man wirklich wahrscheinlich sehr, sehr gut traden. Vor allem, weil die halt extrem oft gezogen werden, weil eben zu Black Friday allgemein so viele Packs gezogen werden. Und ich denke halt, dass dadurch das Trading mit den Karten sehr spannend sein wird. Allgemein, Freunde, zu Black Friday, die Eskalation ist halt riesengroß. Die Leute wollen dann hier komplett reingehen, ziehen viele Packs und so. Schaut, dass ihr den Fokus habt auf vor allem so 82er, 83er Trading, Rated Investments und vor allem tradet mit Live-Karten, Freunde. Vor allem zu Black Friday oder kurz nach Black Friday, niemand hat die Live-Karten auf dem Schirm. Ich zeige euch nachher ein Investment, wo ihr eigentlich relativ safe reingehen werdet und zu 100% Gewinn machen werdet, weil diese Live-Karten dann niemand auf dem Schirm hat. Aber dazu kommen wir später noch. Schauen wir uns davor jetzt noch die Leaks fertig an. Wir haben hier Saint-Maximin, der als Flashback-SBC kommen wird. Wir haben hier einen Romero, der kommt
kommen wird als SBC. Wir haben einen KK. Es wird ja auch Icons geben während diesem Thunderstruck Event und KK ist halt schon sehr heftig. Dann kommt Cafu als Icon, es kommt Müller als Icon. Im letzten Video haben wir ja schon gesehen, Cruyff und Ronaldinho kommen auch. Also Freunde, das wird die pure Eskalation. Wir haben Nesta, der kommen wird. Wir haben noch den Depay als SBC, der kommen wird. Und hier sieht man nochmal die Upgrades für alle, die es bis jetzt nicht ganz verstanden haben. Vor allem bei den Frauen ist es so, dass sie auch hier bei 2 Wins in den nächsten 3 Spielen halt direkt plus 2 Playstyles und Inform in einem bekommen. Also die haben es ein bisschen leichter, sage ich mal, das Upgrade zu erreichen. Zum Investment, was ich gerade vorhin angesprochen habe, Live-Karten, ganz ehrlich, ein AOA ist sehr, sehr sinnvoll. Der kostet gerade 19.000 Münzen, 18.5 oder so. Sage ich euch ehrlich, unter 19.000 könnt ihr da easy reingehen. Der war auch schon mal bei 23.000. Und der wird sehr wahrscheinlich noch ein 88er Rating kriegen. Viele checken nicht, dass der eben noch ein Upgrade kriegt. Man kann das sogar einfach auf der Website von EA nachschauen. Also hier sieht man, wenn die sich qualifizieren, kriegen die auch ein Upgrade. Und da sieht man sogar hier wirklich explizit den AOA. Und ihr seht, der hat 86 gehabt, dann 87 und der kriegt noch eine 88. Wenn Rom, und das sehen wir hier eben, in der Europa League performen wird. Wenn sie das tun, dann kriegt er ein Upgrade. Hier seht ihr eben die Tabelle. Ihr seht, die haben 9 Punkte gerade und die Wahrscheinlichkeit, dass die halt sich qualifizieren, ist fast bei 100%. Nicht ganz, aber die werden sehr, sehr, sehr wahrscheinlich weiterkommen. Und man sieht auch da bei den Spielen, wann die spielen werden. Die spielen am Donnerstag in einer Woche circa gegen Servette oder so. Wenn die da, glaube ich, unentschieden spielen oder so, dann reicht es ja schon komplett. Also die dürfen nur nicht verlieren. Und es ist Rom, Freunde, gegen irgendwie Servette. Ich habe die Mannschaft noch nie gehört. Das heißt eben, es ist nicht zu 100% safe, weil halt die trotzdem erstmal gewinnen müssen. Aber wenn sie gewinnen, dann geht AOA auf eine 88 am Freitag drauf, also am 31.11. Ne, den 31.11. gibt es nicht, oder? Ja, gibt es den 31.11.? Schauen wir kurz nach. Den gibt es nicht. Es gibt nur den 30. Das heißt, am 1.12. am Freitag würde der das Upgrade kriegen und dann geht er halt hoch auf den Preis von den 88ern mindestens. Und da sehen wir eben, die 88er kosten gerade alle 24-25k. Das heißt, ein AOA geht hoch auf 24-25k. Viel einfacher kann investieren nicht sein. Ihr seht, unter 19, 19,5, ganz ehrlich, könnt ihr ganz entspannt reingehen. Dann eine Sache, die ich aktuell auch sehr empfehlen kann, ist, dass ihr einfach euren Verein regelmäßig ausmistet, weil es eben sehr viele Flash-SBCs gibt, habe ich ja vorhin schon erwähnt. Das heißt, ihr habt da viele Karten, die einfach viel kosten und ihr könnt dann einfach reingehen und halt überall Preisvergleich machen und schauen, ob die Karten was kosten. Der zum Beispiel ist komplett crazy, der kostet einfach 2000 Münzen und den könnt ihr jetzt einfach verkaufen. Den habe ich irgendwann mal gezogen, habe nicht drauf geachtet, passt, 2000 Münzen und der Mann geht raus. Und das ist halt wirklich ein schöne Coins, die ich hier sozusagen for free nochmal mitnehmen kann. Ich kann euch übrigens wirklich sehr empfehlen, wenn ihr euren Verein ausmistet, dass ihr bei Easy SBC in dieses Club-Feature mal reingeht. Ihr seht nämlich da, ich sehe jetzt alle meine Karten, ne? Das sind jetzt Silberkarten, ich habe das einfach gefiltert danach, die halt gerade was kosten. Und wir sehen, dass der zum Beispiel 10k kostet, den kann ich jetzt einfach auscashen. Also das ist extrem krass. Hätte ich nicht mitbekommen, wenn ich nicht hier reinschauen würde. Oder hier zum Beispiel Maite, hier für 2000 Münzen. Kann ich jetzt einfach auscashen. Ich kann euch auch kurz zeigen, dass ich diese Karten beide habe. Also hier Nagalo habe ich oder hier den Maite zum Beispiel. Können wir auch kurz nachschauen, nur dass ihr seht, passt, kostet halt wirklich was. Also von dem her, das ist relativ nice, dann müsst ihr halt nicht alles händisch durchschauen. Man muss dazu sagen, dass dieses Feature nur im Premium dabei ist bei EasySBC. Das Ganze kostet, glaube ich, 7 Euro oder so, aber es lohnt sich halt schon komplett, weil ich habe euch auch einen Rabattcode ausgehandelt und zwar kriegt ihr 50%, okay, 50% Rabatt. Sie wollten am Anfang 30 machen, ich habe es auf 50 hochverhandelt. 50% Rabatt bekommt ihr, wenn ihr den Code David einfach eingibt. Und dann denke ich, ist es ganz okay, weil dann kostet es 3,50 im Monat und das kann man auf jeden Fall mitnehmen. Das gilt aber übrigens nur für den ersten Monat, nur dass ihr Bescheid wisst. Aber ihr könnt es ja mal für einen Monat nehmen und mal eure ganzen Spiele aussortieren. Ich denke, das lohnt sich gerade absolut. Ansonsten, Freunde, kann ich euch wirklich noch sehr empfehlen, übers Wochenende auch diese Pro-Karten im Blick zu behalten, weil eben, wie gesagt, dadurch, dass die ganzen Leute mit Black Friday beschäftigt sind und hier und da, da werden die diese Spieler ein bisschen vergessen, hoffe ich jetzt zumindest mal. Und deswegen könnten die sehr, sehr spannend werden. Es ist nicht safe, dass sie spannend werden, weil man halt nicht weiß, auf welche Preise die gehen so. Aber an sich können die wirklich sehr, sehr interessant werden. Diese ganzen Karten kriegen ja Upgrades. Ich habe euch das hier auch nochmal rausgesucht. Also die kriegen Upgrades, wenn die E-Sportler gut performen. Es gibt hier auf der Website eine Liste sozusagen mit den
E-Sportlern und den Spielern dazu. Das heißt, der zum Beispiel, der ist bei Malen dabei, der ist bei Mané dabei, der ist bei Willian dabei. Und wenn diese E-Sportler halt Punkte machen, das habt ihr hier gerade gesehen, wenn die E-Sportler Punkte machen, dann kriegen die Spieler Upgrades und Playstyle-Upgrades und was auch immer. Und deswegen, das kann schon sehr interessant sein. Ich finde auf jeden Fall Malen unter 18, 19k, vielleicht sogar unter 17k könnte sehr spannend werden, wenn halt aber natürlich der E-Sportler performt. Dieser Makengo könnte ein bisschen interessant werden und sonst, die Preise sind halt relativ hoch noch, aber einfach mal abwarten und schauen, wie sich die Preise entwickeln. Vielleicht wird es dann nochmal interessant. Und ansonsten haben wir hier noch die Rated-Karten. Das will ich einmal trotzdem mit euch noch kurz durchgehen, auch wenn die Preise gerade bei den 83ern in meinen Augen ein bisschen zu hoch sind, weil halt 83er oft gezogen werden. Jetzt vor allem, wenn viele Leute Packs ziehen. Es kann schon sein, dass die steigen, aber es ist schon ein bisschen riskant, da reinzugehen. Ansonsten 84 habe ich euch ja immer unter 3K empfohlen. Die haben gerade nochmal einen spannenden Preis, aber auch die werden halt oft gezogen. Ich finde 85er sind interessant, unter 6, 7 kann man mitnehmen. 86er unter 11K ist auch voll in Ordnung. 87er unter 15, 5. 88er sind schon gut hochgegangen von 22K auf circa jetzt 25K. Also da haben wir schon guten Gewinn gemacht, 89er, ja, waren schon da für 35, 36, man kann immer noch reingehen. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich finde als Long-Term-Investment ist es auf jeden Fall gerade nicht blöd, seinen Verein auch voll zu machen, einfach mit Rated-Karten, weil zum Beispiel jetzt 87er, 88er, 89er, früher oder später in den nächsten Wochen werden die mal peaken und werden die mal steigen und dann habt ihr einfach euren Verein gefüllt, deswegen das wäre aktuell schon eine Investment-Empfehlung von mir. Gut, und das war's jetzt auch schon wieder mit dem heutigen Video. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Jetzt vor allem zu Black Friday wird es halt richtig, richtig spannend. Da kommt einfach viel Content, deswegen das ist nochmal eine richtig geile Phase jetzt hier von EAFC. Ich bin sehr gespannt, wie es danach weitergeht, ob der Hype dann immer noch halbwegs anhält. Viele Leute sind ja schon ein bisschen unzufrieden mit dem Spiel. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Spielt ihr noch aktuell so oder halt nicht mehr? Ich denke aber, wenn ihr das Video bis hierher geschaut habt, dann spielt ihr wahrscheinlich schon noch. Also Freunde, wir hören uns. Dann bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, Freunde, habt wie immer High Hopes. Bis dann und ciao, ciao.